F1 Swing, ein wohlbekannter Name in der Wingfoil-Szene. Hier bei uns im Test in der dritten Version. Auch hier wurde halt steiferes Material verwendet in der Fronttube und auch im Flugtuchbereich, was ein etwas höheres Gewicht als bei seinem Vorgänger zur Folge hat. Die Frontschlaufe zum Führen des Wings ist wohldimensioniert, hat die richtige Festigkeit und die richtige Breite, um mit jeder Handgröße hier eine gute Kontrolle zu haben. Wie beim zuvor getesteten Strike V3 hat auch der Swing in der neuen Variante neue Griffe bekommen, die insgesamt etwas steifer und ein klein bisschen breiter sind als beim Vorgänger. Be- und entlüftet wird der neue Swing über moderne SUP-Ventile und das Ganze separat ohne One-Pump-System. Hier verlangt die Front-Tube 8 PSI und die Middle-Strut 10 PSI. Die Middle-Strut hat einen doch ausgeprägten S-Schlag mit einem schmal gehaltenen Infill-Panel, was vorne und hinten geöffnet ist. Im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern in dieser Range besitzt der Swing eine mittlere Profiltiefe. Die Tuchstraffung ist sehr gleichmäßig und wirklich gut gelungen. Und das Ganze ist hier von der Anströmkante bis zur Abrisskante wirklich ein einziges Bild. Um die Abrisskante ein wenig am Flattern zu hindern, gibt es hier kleine Tuchdopplungen. Alle Aufschlag- und möglichen Scheuerstellen sind mit Kevlar-Materialien verstärkt. Insgesamt fällt hier eine wirklich sehr saubere und auch aufwendige Verarbeitung bei dem Swing ins Auge. Bei seinem Aspektratio bewegt er sich im Vergleich ebenfalls im mittleren Bereich. Und ebenfalls positiv fällt hier die sehr aufwendige Krafteinleitung, also bei F1 heißt es Load Diffuser, auf, die am Ende des Shorthorns und auch in den Tipps zu sehen ist. Der F1 Swing ist grundsätzlich gesehen im Vergleich kein schwerer Kite. Geht man ins Wasser, fällt aber trotzdem auf, wenn man ihn das erste Mal in der Hand hat, dass er insgesamt etwas schwerer sich anfühlt als zum Beispiel sein Vorgänger. Nichtsdestotrotz besitzt er hier gerade im Startvorgang ein absolut neutrales Handling. Er ist von Tip zu Tip wirklich gut ausbalanciert und da hat er auch nochmal zugelegt gegenüber dem Vorgängermodell. Kommen wir zum Startvorgang. Dieser Wing ist insgesamt halt ein klitzeklein bisschen flacher vom Profil als sein Vorgängermodell. Das Material ist insgesamt steifer und dementsprechend brauchen wir hier auch, so wie beim Strike V3, einen etwas tieferen Raumschuttkurs. Das ist nicht ganz so speziell wie beim V3, aber auch im Vergleich zu anderen Mitbewerbern bei den Allround- und Einsteiger-Wings muss man hier schon ein klein wenig mehr abfallen. Das steifere Material mag es, wenn man in kurzen Pumpschwüngen ihn anpumpt, dann kann man hier insgesamt durchweg ein gutes Ergebnis erzielen.
Ihr seht schon, dass bei der Anwendung das insgesamt ein klein wenig technischer ist als beim wirklich insgesamt sehr entspannten Vorgängermodell. Dafür bekommen wir aber beim Swing insgesamt halt eine bessere Fahrleistung. Das heißt halt, die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit sind insgesamt etwas höher und auch der Winkel, den man hier am Wind fahren kann, ist insgesamt höher als beim Vorgängermodell. Vergleicht man das mit den Mitbewerbern, so liegen wir hier im guten Allround-Bereich. Schauen wir auf den Sweet Spot, das heißt halt, wie groß ist der Bereich zwischen Dichtholen und Vieren des Wings, ohne dass der Wing an irgendeiner Stelle flattert oder stallt. Dieser Bereich ist im Vergleich zu den Mitbewerbern hier auch wieder im guten Mittelfeld angesiedelt und er ist insgesamt halt ein klein wenig kleiner als beim Vorgängermodell. Das heißt wiederum, wir müssen insgesamt halt das Ganze ein wenig präziser führen. Also alles läuft darauf hinaus, dass das Fahrkönnen, was hier notwendig ist, um mit dem Swing durchweg sehr viel Spaß zu haben, liegt ein wenig höher als beim Vorgängermodell. Ansonsten zieht er willig nach Luv, er hat auch wenig Widerstand gegen den Wind und er hat genug Feedback auf der hinteren Hand, sodass hier ein Überziehen des Wings wirklich nur mit Gewalt möglich ist. In diesem Bereich ist der gutmütige Charakter vollständig erhalten geblieben. Im Punkto Manöverhandling ist das mit dem Swing hier eine schöne, runde und wirklich ganz ausgewogene Sache. Wir haben nur diese beiden Schlaufen, die sitzen exakt präzise am richtigen Punkt, was den Druckpunkt anbelangt. Der wandert zwar bei sehr viel Wind, doch ein klein wenig nach hinten, also dass der Swing ein klein wenig mehr zur Seite zieht als nach vorne. Aber im optimalen Windbereich haben wir hier ein wirklich sehr schönes, selbstständiges Mitschweben. Und auch die Positionierung erfolgt mehr oder minder fast durchgehend selbstständig. Man braucht hier insgesamt nur eine leichte Führung und durch die festeren Griffe ist das Ganze auch hier definitiv von Vorteil gegenüber dem Vorgängermodell, wo die Griffe doch wirklich sehr weich waren. Und ein weiterer Punkt, der hier insgesamt sehr schön ist, ist die auch nach dem Manöver wieder sofortig anliegende Strömung. Sprich, der neue Swing hat durchweg auch einen gleichmäßig guten und wirklich auch hohen Grundzug. Eine gute, ausgewogene Balance und die gute Geschwindigkeit des Swing sorgen dafür, dass man hier im Einstieg sowie auch beim fortgeschrittenen Winger oder der Wingerin gute Ergebnisse beim Springen erzielen kann. Zudem trägt er ebenfalls in der Flugphase wirklich gut. Gegenüber dem hauseigenen Strike V3, der ein wirklich exzellenter Performance Freestyle Wing ist, muss der Swing natürlich hier Abstriche machen. Aber das ist auch nicht sein Haupteinsatzbereich, wo man ihn in der Regel sieht. Der Bereich, in dem der Swing bei uns im Test wirklich am meisten punkten konnte, war der Wave-Sektor. In dem Moment, wo er geführt an der Frontschlaufe geflogen wird, ist er wirklich halt äußerst neutral und hier gibt er sich halt keinerlei Schwäche. Und er steht auch von der Balance hier, dem Strike V3, in keinerlei Hinsicht in irgendetwas nach. Bei unterschiedlichsten Bedingungen, auch wenn man mal ein bisschen auflandigere Bedingungen hat und auch bei wenig Wind, wenn man auf ihn zufährt, schwebt die Trailing Edge insgesamt durchweg gut. Und wie gesagt, Tipp to Tipp ist das Ganze hier eine wirklich sehr, sehr schöne, ausgewogene Geschichte. Und mit der wirklich optimal dimensionierten Schlaufe von der Festigkeit, Größe, lässt sich der Swing hier einfach sehr gut führen. Vom Fahrkönnen ist der Swing für wirklich, kann man sagen, alle Fahrkönnenstufen, je nach unterschiedlichem Bereich, absolut geeignet. Für den Einsteiger, da macht das einem insgesamt halt einen kleinen Tick schwerer als der Vorgänger,
Dafür hat er einfach an Fahrleistung wirklich spürbar dazu gewonnen. Er ist exzellent in puncto neutralem Handling. Er hat ein wirklich wahnsinnig gutes Mitschweben in der Welle. Und wer auch so perspektivisch in diese Richtung tendieren möchte, der ist mit dem Swing hier wirklich sehr, sehr gut bedient. Und klar, heutzutage, man muss natürlich auch noch ein Fan sein von den Schlaufen, da der Rest des Marktes sich halt hier einfach klar zu Griffen oder durchgehenden Lenkstangen committed hat. Nichtsdestotrotz hat natürlich F1 in den letzten Jahren geschafft, halt hier eine riesige Fangemeinde, um sein Wing-Equipment aufzubauen, was der definitiv auch gerechtfertigt ist. Bei unserem Testkite in 4,5 Quadratmeter schlägt der Verkaufspreis hier mit 1179 Euro zu Buche, was angesichts der wirklich hervorragenden Verarbeitung und der wirklich nicht unerheblichen Preissteigerung im restlichen Markt hier als absolut preiswert erscheint.